Moin, herzlich willkommen zurück hier zur nächsten Folge Let's Play LS 17 auf Arnold Friedrich und Arsch. Vierfach Map Version 1.8 ohne Gräben. 1.9, Entschuldigung. Völliger Quatsch, was ich hier gesagt habe. Meine Abfahrer suche ich mir jetzt mal eben zusammen. Oh, was die denn machen? Stehen hier, das macht man. Der Pferd ist auch super. Der drischt, ja, auch perfekt. Und den ganzen Abfahrer. Hier schon wieder irgendein Drescher durch drin gehalten. Das kann nur der auf Feld 6 sein. Oh. Ja, es läuft rückwärts und bergab, aber es läuft. Thank you.
kannst du nicht. Nächster Abfahrer. Okay, das ist auch okay. Gut. War klar, dass das nicht. Das ist dafür zu schräg, da kann das nicht richtig gehen. Aber oh. Und wir haben aber doch noch irgendwo einen Abfahrer. Ist hier das Problem? Ein Abfahrer auf Feld 7. Wer steckt denn jetzt im Verkehr? Was soll das denn? Laden. 6 gucken. Und dann fahren wir den auch mal hin. Dass wir dann hier auf Feld 6 dann auch mit 2 Abfahrern fahren können. Der Kurs ist auch noch bescheuert eingefahren. Weil von hier kann ich ja gar nicht jeden Punkt auf dem Feld erreichen. Aber, okay. Ich bin so eingefahren. Da sollte auch. Ja, warum der jetzt wieder, weiß ich nicht. Muss ich aber auch nicht wissen, ist aber nicht schlimm, hat bestimmt irgendwas mit der Abfahrerpriorität zu tun. Oh, jetzt rutscht mir mein Headset. Entschuldigung, wenn das so ein bisschen raschelt jetzt. Mein Headset ist mir gerade, verabschiedet sich hier gerade. Soll's nicht. So. Hier hätte ich natürlich auch Raps direkt zum Diesel bringen können, aber hey. Entschuldigung, ich muss mal eben was trinken. Ganz trockenen Hals.
Zeitkalendern hier. Muss ich mal ein bisschen Diesel holen, wa? Ach man, Entschuldigung. Kriegt ihr eigentlich mal die Krise, wenn ich hier gegen mein Headset stoße? Ist jetzt im Schluck auf. So ein Ärger. Nee, egal. Ich mute euch mal ganz kurz. Ich muss es eben richtig aufsetzen. So, jetzt sollte es besser gehen. Ja, toll. So. Da die letzten 7000 Liter auch noch. Kann ich eigentlich von dem auch direkt einen Mähdrescher tanken? Kommt Fortuna Fass aus? Ich weiß es nicht. Aber ich könnte ja mal hier ein bisschen Sprit lassen, ne? Könnte ja hier mal so. Sprit drin in der Tankstelle. Ja. Muss ich mal gucken, oder habe ich das jetzt falsch gesehen? Hier, ach, hier kann ich tanken, aber das kostet mich Geld. Die kann ich nicht auffüllen, die Tankstelle. Alles klar. Nee, das hatte ich ja nicht vor. Das hatte ich ja nicht vor. Aber ich kann ja mal eben gucken, ob ich denn von hier aus auch, also sprich, ob ich hier den Drescher direkt hier vom Fortuna-Tank aus tanken kann. Ich wusste nicht, dass es eine Tankstelle ist, wo ich Sprit kaufen kann. Ich dachte, das wäre eine, so wie so eine Hoftankstelle. Jetzt verstehe ich. So, ich gucke jetzt erstmal, ob das geht. Ob der Drescher hier tanken kann. Das ist nämlich tatsächlich wirklich nicht. Ansonsten beliefere ich da oben die BGA ja sowieso. Und dann muss ich immer an der BGA tanken. Das ist dann so. Bringen wir mal rüber schnell. Sagen wir mal Abfahrer entlassen. Und gucken mal, ob wir den auftanken können. Ich fürchte, dass es nicht geht. Doch, es geht. Wie geil. Dann tanken wir mal eben. Das ist doch cool.
Das ist sehr cool. Ja, Leute. Sind wir jetzt auch schon am Dienstagabend. Nee, nicht Dienstagabend. Eine Dienstagsausgabe. Und, ja. Haben die durch. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Kommentar, ein Like oder ein Abo. Kommt mich gerne bei Facebook besuchen. Da kriegt ihr auch dann teilweise Infos über unser Multiplayer-Hopfach-Projekt. Und ja. Livestream jetzt diese Woche nicht mehr. Dieses Wochenende auch nicht. Nächstes Wochenende gehe ich mal mit fast, also ne, nicht wie gesagt, nächstes Wochenende, also in 10 Tagen oder was. Da gehe ich davon aus, dass es auf jeden Fall Livestreams geben wird. Und wie es danach aussieht, kann ich noch nicht genau sagen. In Sommerferien wird das sicherlich relativ rar werden. Aber das gucken wir mal. Das kündige ich dann noch an. Ich muss mal schauen, wie wir das genau handhaben. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier erstmal den Drescher getankt. Der ist wieder voll. Da gibt es keinen Ärger mehr. Den kann ich hier wegbringen. Und dann kann ich noch ein bisschen Diesel verteilen. Und ja, in diesem Sinne, ne, verabschiede ich mich von euch, bedanke mich bei euch und sag mal ciao.